Hi und herzlich willkommen bei Slowly Veggie. Ich bin Carmen. Und ich bin Katrin. Und wir zeigen euch heute, wie man indisches Naanbrot ganz einfach selber macht. Viel Spaß! Wir starten direkt mit dem Ansatz für den Hefeteig. Und dafür nehmen wir Wasser, Hefe natürlich, wir haben jetzt hier Trockenhefe und Agavendicksaft. Statt Agavendicksaft könnt ihr auch ganz einfach Zucker verwenden. Es geht nur darum, dass die Hefe aktiviert wird. So, das wird jetzt einmal verrührt, bis das homogen ist. Und dann stellen wir das 10 Minuten zur Seite. Das muss nämlich jetzt aktiviert werden. So, unser Vorteig, der ist jetzt fertig. Dass alles funktioniert hat, das seht ihr an diesem kleinen Bläschen hier. Das zeigt, dass die Hefe aktiviert wurde. Und der kommt jetzt einmal in eine Schüssel. Und da kommen jetzt noch Mehl, Sojajoghurt, Meersalz und Olivenöl dazu. Achtet da übrigens darauf, dass die Zutaten alle Zimmertemperatur haben, sonst geht euch der Teig am Ende nicht auf. Ja, genau, das ist wirklich sehr wichtig. Und jetzt alles vermengen. Das könnt ihr natürlich entweder per Hand machen, aber wenn ihr das eklig findet, dann macht es einfach mit dem Rührgerät oder auch mit der Küchenmaschine. Das geht natürlich auch. Das muss man jetzt so 5 bis 10 Minuten schön kräftig kneten. Du sag mal, Katrin, Hefeteig ist ja auch so ein bisschen so eine Sache für sich. Da haben ja viele Leute Schwierigkeiten mit. Ja, also Hefeteig, das war ja ganz lang auch mein Horror, muss ich sagen. Ich habe mich wirklich an alle Anweisungen von meiner Oma gehalten, aber egal, was ich ausprobiert habe, er wurde einfach nichts. Also der sah schön aus und so, aber hinterher war alles hart. Aber ich habe jetzt einen Trick. Und der wäre? Der ist eigentlich ganz einfach. Und zwar muss man nur den Teig, wenn der dann fertig ist, in den vorgeheizten Ofen schieben. Also den Ofen so auf 50 Grad vorheizen, dann okay. Den Teig da rein. Mit einem Küchentuch abgedeckt natürlich und dann explodiert er da drin. So, der Teig ist fertig, wenn er sich vom Schüsselrand löst und wenn er sich weich anfühlt. Und dann könnt ihr ihn einfach mit einem Küchentuch abdecken und für eine Stunde an einem warmen Ort oder im Ofen gehen lassen. In der Zwischenzeit machen wir jetzt unsere Knoblauchbutter. Dafür nehmen wir einmal vegane Butter und machen die in einen Topf. Und dann kommt natürlich noch Knoblauch dazu. Den haben wir jetzt schon geschnitten. Und es kommt noch ein bisschen Salz für die Würze dazu. Oh, ich liebe ja Knoblauch. Gehört bei mir einfach in jedes Gericht. Mein Opa, der hat Knoblauch auch geliebt. Sogar so sehr, der hat jeden Tag 2 Knoblauchzehen pur gegessen. Also roh, morgens. Bah, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber bin auch ein großer Knoblauch-Fan. So, das ist jetzt alles schön geschmolzen und darf dann vom Herd. Die brauchen wir nämlich erst später. Ja, wir schauen jetzt nämlich erstmal nach unserem Teig. Hier haben wir jetzt unseren fertigen Teig. Ich bin gespannt, ob der Trick funktioniert hat. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Dass der Teig gut gegangen ist, das seht ihr nämlich auch daran, dass er so zurückfedert, wenn ihr da reinpiekt. Ah, wunderbar. So, jetzt geht's los. Wir bemehlen natürlich zuerst mal die Arbeitsfläche. Jetzt einfach den Teig rausnehmen, nochmal kräftig durchkneten und dann in 6 Teile formen. Carmen, ich glaube, du kannst schon mal die Pfanne anmachen, dann können wir das parallel machen. Das mache ich doch direkt. Pfanne drauf. Fühlt er sich gut an? Ja, das fühlt sich richtig schön und weich an. Ich bin ja auch so gespannt. Naanbrot, ich liebe es ja. Beim Ausrollen ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass die irgendwie perfekt sind oder richtig schön rund. Also das kann man jetzt hier mit dem Walholz einfach machen. Und wenn die nicht ganz rund sind, dann sind sie eben handgemacht. Kein Problem, ja. So, da kommt gleich der erste. Dann mache ich doch gleich mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ja. Schau, der hat jetzt eher so eine Herzform. Süß. Liebe gemacht.
Also ich wäre bereit. Ja. Dankeschön. Einfach einmal in die Pfanne geben. Und dann warten wir, bis sich da so Luftblasen bilden. Dann wird es nämlich richtig schön luftig und locker. So, jetzt schauen wir mal, wie weit es ist. Da haben wir jetzt diese wundervollen Blasen. Genau die brauchen wir. Dann machen wir einmal noch ein bisschen Öl auf die andere Seite. Und dann kann man es auch schon einmal umdrehen. No, sieht gut aus. Ja. Richtig lecker. Hast du das gerade gesehen? Da kam gerade so eine Blase. Dann wird es schön luftig. Mhm. Das kann aus der Pfanne. Einmal drauf. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, Naan kommt aus dem Persischen und heißt schon Brot. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit von Naanbrot sprechen, dann sagen eigentlich Brotbrot. Wusste ich noch gar nicht. Aber finde ich eigentlich ganz spannend. So, ich glaube, den können wir rausmachen. Ja, und dein neuer Naan ist auch schon fertig. Dankeschön. Boah, wie das schon riecht, ne? Also Knoblauch und Brot, es gibt einfach nichts Besseres, finde ich. Nee, ich würde am liebsten sofort reinbeißen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann liked uns doch oder abonniert unseren Kanal. Oder am besten beides. Und viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.